Bachelor im Paradiese. Oliver Sanne ist die Flirtmaschine. Vernascht Oliver Sanne, 31, bald alle Ladies im Paradies? Gestern Abend flimmerte zum ersten Mal das deutsche Pendant zur amerikanischen Superkuppel zur Bachelor in Paradisa über die Fernsehschirme. Für die flirtwilligen Ex-Kandidaten von der Bachelor und die Bachelorette hieß das, ran an den Speck. Einer schien sich dieses Motto besonders zu Herzen genommen zu haben. Der Rosenkavalier von 2015 machte sich schon nach nur einer Folge einen Namen als Flirtmaschine. Kaum eine Promi-Lady war vor dem breitgebauten Fitnessstrainer sicher. Als Olli das Paradies betrat, machte er erst einmal vor seiner verflossenen Staffelgespielin Caroline Ehrensberger klar, wir sind hier alle solo. Als Single kann man machen, was man will. Denn die hatte sich eigentlich schon überlegt, sich Olli wieder anzunähern. Doch der charmante Bartträger und selbsternannte Partybachelor flirtete auch mit Erika munter drauf los. Die stellte ihn in einem Moment der Zweisamkeit zur Rede, du bist cool drauf, aber irgendwie mit jeder, bemerkte sie verdutzt. In einem späteren Gespräch mit Konkurrentin und ebenfalls Ollis Objekt der Begierde Jelizkok fasste sie die Situation ziemlich passend zusammen, Olli fischt auch überall, der steht auf der Rade, Lachs und kann sich nicht entscheiden, welchen Fisch er mag. Am Ende der Ausgabe musste sich der Armeebolzen aber dann doch entscheiden und überreichte seinem ersten Flirt-Victim Caro seine Rose. Mit wem Olli wohl in der kommenden Woche anbandelt.